Aber ich glaube, den nimmst du heute mit nach Hause. Achso, ich glaube, lass mich nicht in die erste Reihe laufen. Was? Ja, noch bringen Sie gleich ein bisschen Bier? Ja, ich hoffe. So, ein ganz ungewohntes Bild. Sehr geehrte Medienvertreter, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der heutigen letzten Partie der Saison 2017-2018. Das Spiel unserer Sportfreunde Lotte gegen den 1. FC Magdeburg endete mit 0:1. Das Spiel stand vor insgesamt 7.270 Zuschauern. Und ich begrüße hier vorne an meiner Seite nicht nur den Pokal, die Meisterschaft, sondern auch die beiden beteiligten Trainer der heutigen Partie. Für den 1. FC Magdeburg Jens Hertel und unsere Sportfreunde Lotte Andreas Bollombeck. Herzlich willkommen. Zunächst einmal ist es mir eine sehr große Ehre, den 1. FC Magdeburg im Namen der Sportfreunde Lotte zur herausragenden sportlichen Leistung und in dieser Saison auch verdienten Aufstieg in die zweite Bundesliga zu gratulieren. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die kommende Saison. Herzlichen Glückwunsch. Das erste Wort gehört jetzt natürlich den Gästen. Jens Hertel, Ihre Analyse bitte zu spielen. Mit der Analyse wäre ich mich heute eigentlich nicht ganz so überhaupt. Ich denke, besser hätte man das Buch für uns heute an diesem Tag nicht schreiben können. Es war natürlich dann Emotion pur. Wir haben den Spielstand mitgekriegt, wie es in Köln stand, ist geführt. Wir mussten halt das Spiel gewinnen. Und wir haben es am Ende, 2 Minuten vor Schluss, dann mit viel, viel Glück und Geschick dann gemacht. Ich denke, das Spiel hätte auch ganz anders ausgehen können. Wir sind gut reingekommen, hatten 3 gute Möglichkeiten in der ersten Halbzeit. Aber insgesamt heute nicht so zwingend und so entschlossen, wie wir das die letzten Wochen waren. In der zweiten Halbzeit hat man dann schon gesehen, dass uns ein bisschen der Sprit noch rausging und Lotte wollte das Spiel dann auch gewinnen. Es war ein offenes Spiel, es ging hin und her. Ich glaube, wir haben beide Mannschaften am guten Mittelfeld gespielt. Es waren halt Angriffe hinten und vorne und Lotte hat sie nicht reingemacht und wir haben sie dann zum Glück in der Situation reingemacht und haben sie dann nach Hause gebracht und stehen jetzt da mit 85 Punkten, haben jetzt diesen Pokal, den wir auch unbedingt wollten. Wir wollten unbedingt die Meisterschaft holen. Und dafür braucht man auch ein Stückchen Glück und das hatten wir heute. Und jetzt sind wir dankbar für diese fantastische Saison, werden jetzt die nächsten Tage und Wochen genießen und dann ab 20. Juni, wenn wir in der Vorbereitung starten, dann erwartet uns was Neues und dafür müssen wir dann bereit sein, aber jetzt genießen wir den Moment und werden heute auch nochmal und morgen ordentlich feiern. Jetzt macht es umso mehr Spaß, wenn man diesen Pokal in der Hand hat. Danke, Herr Hertel. Gudo, das ist heute quasi das letzte Mal eine Pressekonferenz mit dir für die Sportfreunde Lotte. Deswegen freue ich mich besonders auf deine Analyse zum heutigen Spiel. Ja, ich hatte Jens gestern schon zum Aufstieg gratuliert. Wir hatten uns gestern gesehen und heute gratuliere ich nochmal offiziell zur Meisterschaft. Und ich glaube, 85 Punkte. Wer so viele Punkte holt in der Saison, ist für den Meister geworden. Also, Riesenkompliment, Glückwunsch. 1. FC Magdeburg. Ja, für mich freut es natürlich auch, dass Magdeburg Meister geworden ist, weil ich auch eine Magdeburger Vergangenheit habe. Ich kenne noch sehr viele Leute in Magdeburg. Deswegen freut es mich, dass sie so marschiert sind. Ich habe gestern auch mit Jens gesprochen. Das ist ja nicht so, dass man mal ein Jahr Glück hatte, denn er hat 3 Jahre lang die Mannschaft dahin geführt. Das ist jetzt endlich geklappt. Er ist zweimal Vierter geworden, jetzt endlich den Aufstieg. Und ich glaube einfach, dass das für die Region wahnsinnig wichtig war. Und ich wünsche natürlich für die Zukunft, dass es auch weiterhin klappt und in der zweiten Liga dann so weitergeht. Zum Spiel. Also es ist natürlich toll, wenn man im letzten Spiel so einen Rahmen hat. Ja, schönen Dank nochmal an jeden einzelnen Fan, der hier gekommen ist. Das ganze Stadion blau-weiß. Für mich persönlich ist es auch schön, weil es mein letztes Spiel war, eben im vollen Stadion sich zu verabschieden. Es war natürlich so, wir wollten Magdeburg nicht irgendwas vermiesen, sondern wir hatten einfach ein Ziel. Das erste Ziel war natürlich auch vernünftig Fußball zu spielen und uns von unseren Zuschauern auch zu verabschieden. Und wir hatten natürlich das Ziel, wir wollten unbedingt vor Osnabrück bleiben, weil auch da haben die Jungs Geschichte geschrieben, weil seitdem es die Sportfreunde Lotte gibt, hat es das noch nicht gegeben, dass Lotte vor Osnabrück ins Ziel kommt. Sonst war ja Lotte eigentlich immer entweder eine Klasse tiefer oder 2 Klassen tiefer. Aber jetzt ist es so, dass wir ins Ziel kommen vor Osnabrück. Und deswegen haben die Jungs nochmal alles reingehauen. Ich glaube auch, was Jens schon gesagt hat, war ein gutes Spiel. Trotz den Witterungsverhältnissen war sehr warm. Aber
Beide Mannschaften wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Es gibt eigentlich bei so einem Wetter auch Spiele, die dann so dahin plätschern. Aber ich muss sagen, war wirklich ein interessantes Spiel. Und zum Schluss hat Magdeburg das auch gut gemacht, macht das Tor und hat dann auch verdient gewonnen. Also von meiner Seite alles, alles Gute für den 1. FCM. Ich bedanke mich natürlich bei allen Medienvertretern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, mit denen ich oft gesprochen habe. Ich glaube, das war eine angenehme Atmosphäre. Ich hatte eigentlich mit niemandem richtig Probleme. Und ich wünsche natürlich auch der Sportfreunde Lotte, dass es nächstes Jahr mit einem besseren Start klappt, dass man vielleicht nicht so lange zittern muss und dass auf jeden Fall die dritte Liga auch wieder gehalten wird. Persönlich weiß ich noch nicht, was ich mache. Ich muss jetzt erstmal schauen. Ich fahre jetzt erstmal in Urlaub und dann, wer weiß, vielleicht sieht man sich doch nochmal wieder. Ganz herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank, Gollo. Ich denke mal, sehr geehrte Damen und Herren, es gibt Fragebedarf. Das vorbereitete Mikrofon darf benutzt werden. Und ich sehe schon, dass Herr Deppler von der NOZ Ihre Frage hat. Gollo, du weißt ja jetzt schon einige Zeit, dass du hier nicht mehr Trainer bleibst. Trotzdem, wie war das heute für dich, vor dem Spiel verabschiedet zu werden und jetzt nach dem Spiel die vielen Verabschiedungen von vielen Leuten? Ja, es ist ja so, Abschied tut immer ein bisschen weh. Ich habe einfach gemerkt, die letzten Wochen, dass irgendwo die Spannung raus war. Ja. Wir haben wahnsinnig viel Stress gehabt mit den Spielen gegen Chemnitz und gegen Bremen und wir wussten nicht, ob wir drin bleiben und das war alles sehr, sehr eng. Aber da muss ich nochmal ein Kompliment an die Mannschaft machen, dass sie einfach nochmal richtig Gas gegeben hat. Wir haben gesagt, wir wollen uns vernünftig verabschieden und deswegen bin ich auch ein bisschen stolz. Heute wegen dem Spiel, keiner hat sich hängen lassen und wie gesagt, mit ein bisschen Glück kann man vielleicht hier einen Punkt holen oder sogar vielleicht gewinnen und deswegen war das ein tolles Spiel und das nehme ich natürlich gerne mit. Kevin Freiberger und Bernd Bosinger sind ziemlich enttäuscht, dass sie im Gegensatz zu dir und Bene heute nicht verabschiedet worden sind. Der Verein begründet es damit, dass jetzt noch nicht offiziell klar sei, ob sie weggehen. Ich glaube, dass das anders ist. Wie siehst du den Fall? Vielleicht hat der eine oder andere auch meinen Bericht gelesen, den ich die letzten Tage geschrieben habe. Ich möchte auch niemanden attackieren, aber es gehört sich auch so, dass man ein bisschen professionell arbeitet. Wenn man dritte Bundesliga spielt und als Verein in der dritten Bundesliga ist, dann glaube ich, gehört sich das so. Und wenn man sagt, man weiß nicht, ob die bleiben, also man hatte lange genug Zeit. Ja? Wir haben 5 Spieltage vor Schluss die Klasse gehalten und ich glaube, jeder Spieler hat doch das Recht, irgendwo zu wissen, ob es weitergeht oder nicht und einfach das alles rauszuschieben. Ja? Jetzt ist der 12. Mai, alle fahren in Urlaub, keiner weiß, was ist. Und das ist einmal eine Art und Weise, das finde ich, das kann ich nicht gutheißen. Mir tut es ein bisschen leid für die Jungs, weil die haben hier auch viel erreicht. Ja, die sind aufgestiegen, die haben hier Pokalgeschichte geschrieben. Und ich glaube einfach, dass es einfach vernünftig gewesen wäre, auch mit den Jungs zu sprechen, zu sagen, bleiben oder nicht bleiben. Und dann einfach zu verabschieden, weil ich habe eben in der Kabine schon gemerkt, dass sie sehr traurig waren. Aber das ist eben nicht meine Baustelle. Es tut mir zwar leid für die Jungs, aber das Leben geht auch weiter. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? Herr Hertel, wie war es denn hier heute? 5.000 Fans, die mitreisen, ist ein Novum in der dritten Liga. Ich glaube, Lotte war auch ein ganz netter Gastgeber. Wenn ich das richtig gesehen habe, war das hier unabhängig jetzt neben der Meisterschaft sowieso ein tolles Erlebnis? Ja, definitiv. Wir haben ja immer viele Auswärtsfahrer, aber heute war nochmal eine besondere Atmosphäre. Vielen Dank nochmal an Lotte, dass es auch mit den Karten und mit all den Dingen, die dann immer zu beachten sind, so problemlos funktioniert hat. Und ich denke, dieses Spiel hatte einen würdigen Rahmen. Also es war eine super Stimmung von beiden Seiten. Klar waren wir total in der Überhand und in der Übermacht. Und ob das jetzt eine stimmgewaltig war oder von der Anzahl. Aber das ist ja deswegen mein Fußball spielt. Also die Jungs haben und auch. Ich denke, die Spieler haben es auch genossen, weil hier nochmal in so einem Rahmen im Fußball zu spielen. Weil das hat man nicht alle Tage. Und dann genießt man das auch für uns. Auch wenn wir immer mal zu Hause vor über 20.000 spielen, ist so ein Spiel in so einem engen Stadion, wo es so voll ist, wo es dann auch nochmal um so viel geht, ist schon nochmal ein besonderes Spiel und Lotte wird uns schon noch in Erinnerung bleiben. Wir haben immer das letzte Spiel in Lotte gemacht, letztes Jahr haben wir es halt zu Hause gewonnen, aber da hatten wir es nicht in der eigenen Hand, dann irgendwie noch auf den Relegationsplatz zu springen. Und heute hatten wir es in unserer Hand und haben es zum Glück dann nach Hause gebracht. Glückwunsch. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? Wie ich sehe, ist dies nicht der Fall. Dann darf ich mich für diese Saison von Ihnen allen verabschieden. Ich bedanke für Ihr Interesse und ich hoffe, dass wir Sie in der nächsten Saison 2018-2019 hier im Frimo-Stadion wieder begrüßen dürfen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer und eine spannende Fußball-Weltmeisterschaft. Alles Gute, Dankeschön. Schöne Feier. Okay.
vorne.